herzlich willkommen zu unseren How-to-Praxistipps. Heute geht es um die Inbetriebnahme von ABB-Frequenzumrichtern, im Speziellen um unsere Branchenfrequenzumrichter, den ACQ580 für Wasser und Abwasser. Wir sind Boris Feinger und Klaus Allgeier. Boris, was hast du uns heute mitgebracht? Heute zeige ich die Einstellung der Motortemperaturüberwachung am ACQ580. Ja, dann lass uns doch mal anschauen. Auf zum Gerät. So, wir wählen hier jetzt über die Menütaste die Grundeinstellungen aus. Gehen weiter zu dem Reiter Motor, auch wieder über die Cursor-Tasten. Wählen die Reiter Motor aus und gehen dann runter zum Reiter Thermischer Schutz gemessen. Wählen diesen aus, können hier nun unser Ansteuersensor wählen. In dem Fall haben wir einen PTC, Kaltleiter, über den Digitaleingang 6. Der ist in den Werkseinstellungen fix hinterlegt. Können aber auch natürlich den PT100 über die Analogeingänge auswählen. Wir wählen jetzt den PTC, das ist unser gängigstes Schutzsystem, aus. Speichern dieses, gehen zurück auf unseren Hauptbildschirm und können jetzt das Ganze simulieren. Ja, dann zeigen wir doch mal, wie das dann wäre, wenn der Motor zu warm ist. So sieht es aus. Also lassen wir den Motor laufen. Motor ist jetzt auf Temperatur und überhitzt nun. Dies simulieren wir, indem wir den Stromkreis über die Kaltleiter unterbrechen. So. Sicherheitsschaltung ist eingegangen, Motor ist aus. Was ist jetzt passiert? Wir haben jetzt über die Kaltleiter, die bei einer Überhitzung keinen Strom mehr liefern, den Stromkreis unterbrochen und dadurch ist jetzt das System sicher. Warnung und Abschaltung, je nachdem, wie warm es dem Motor geworden ist. Klaus, ist dir aufgefallen? Kein Handbuch. Kein Handbuch gebraucht und ging fix. Ja, wunderbar. So soll es sein. So muss es sein. Das war's mit unseren heutigen How-to-Praxistipps. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Habt ihr Anregungen oder Fragen? Schreibt sie in die Kommentarzeile. Wir freuen uns über euer Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure How-tos Boris und Klaus.